Ja, hallihallo, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Und dies ist ja mein Weihnachtsvideo. Hatte ja sonst immer mal ältere wieder hochgeladen, weil ich das eigentlich auch ganz gut fand. Aber jetzt gibt es heute mal Neues. Und ja, es geht so ein bisschen um Liebe, feste Liebe. Neue Beziehungen ist ja mein Lieblingsthema immer zu Weihnachten. Und genau. Bin frisch wieder da aus dem Snowboardurlaub, noch ein bisschen zerkratzt alles, aber Gott, das war so weird, das erste Mal Splitboard gefahren. Also. Total verrückt, also echt cool. Aber gut, gehen wir zurück zum Thema. Also erstmal wollte ich sagen, kann Weihnachten natürlich so eine Zeit sein von Nostalgie. Vielleicht warst du in toxischen Beziehungen, vielleicht bist du jetzt Single und denkst vielleicht, was man ja häufig dann macht, dann denkt dann an die guten Zeiten und ja, und wie das so war und ums Agieren vergisst ja auch immer die negativen Sachen von Dingen schnell. Und ist Weihnachten natürlich, kann Weihnachten eine Zeit sein, wo man da so ein bisschen in Gefahr ist, in Nostalgie zu verfallen. Hol dann deine Shitlist wieder raus, guck drauf, warum du dich getrennt hast oder warum die Beziehung nicht funktioniert hat vorher, weil es hat immer einen Grund. Also, ich meine, wir alle Menschen sind alle manchmal anfällig für Nostalgie, ist auch normal, aber es gibt einen Grund, warum Echsen sind, das hat halt nicht gepasst, muss ja auch keiner der Böse sein, immer. Aber ja, war halt nicht kompatibel, war mal halt nicht miteinander und das sollte man sich in dieser Zeit immer wieder klar machen. Dann wollte ich nochmal sagen, die richtige Liebe, die richtige Beziehung bezieht immer Selbstliebe mit ein. Also es kann nicht sein, es kann nicht richtig sein, dass du in einer Beziehung bist, wo du vielleicht jemanden sehr liebst und auch meinst, oder kann ja auch sein, also aus einer echten Liebe jemanden liebst und dich trotzdem, ja, wie eine, weiß ich nicht, wie eine Fußmatte behandeln lässt, das kann nicht das Richtige sein. Also zu einer wirklich guten Liebe oder auch zu einer guten, liebevollen Beziehung gehört auf jeden Fall, dass deine Selbstliebe nicht drunter leidet. Das kann nicht richtig sein. Also denk bitte nie, nur weil du denkst, dass jemand dein Seelenverwandter oder was weiß ich, was du denkst, oder alle tollste Menschen, die ich je getroffen habe. Oft spielt dir dein Ego da was vor. Also es kann nicht das Richtige sein. Ja, wenn das beinhaltet, dass du missbräuchliches Verhalten erdulden musst. Es kann nicht richtig sein. Mach dir das immer wieder klar. Ja, und dann immer wieder Thema zu Weihnachten oder kurz vor Weihnachten, Thema neue Beziehungen. Also ich glaube wirklich, habe ich ja auch schon in diesen Videos zum Beispiel die toxische Beziehungsebene verlassen oder in meinem Kurs Spiritualität und Nice Geiles Leben, der jetzt losgegangen ist, passt auch gut zu diesen Themen. Ich glaube, diese, ja, wie man manchmal sagt, diese 3D-Ebene, also diese toxische Beziehungsebene von Täter-Opfer, Spielchen spielen, ja, die irgendwie ist die out, auch wenn das immer noch. Also es ist inzwischen, in diesem Jahr ist mir das wirklich klar geworden, dass das eher die Norm ist. Das ist nicht die Ausnahme, das ist die Norm. Das ist die Norm, dass, also wenn jetzt ein Spielchen nach dem anderen gespielt wird in einer Beziehung, vielleicht von deinem Partner, vielleicht auch von dir, bis du das erkannt hast, dass man nicht authentisch ist, nicht ehrlich ist, meint, man müsste, weiß ich nicht, man datet vielleicht einen Bindungsängstler und sagt dann, okay, das darf ich auf gar keinen Fall zeigen, dass ich viel Kontakt haben möchte, ja, das ist alles Mumpitz. Also es ist wirklich die Beziehungen, die wir eigentlich haben wollen, die begründen sich auf Authentizität, Ehrlichkeit natürlich schon, auch eine Fähigkeit zur Selbstfürsorge. Also klar, wenn ich jetzt in eine Beziehung reingehe und noch den Partner zum, weiß ich nicht, zu jemandem, der jetzt alle meine Bedürfnisse erfüllen soll, was natürlich schön ist, wenn der das macht, aber wenn ich da in so eine Haltung reingehe, das muss jetzt sein und ich kann das auch gar keinen Fall für mich selber machen, ja, da wird man wieder in große Schwierigkeiten kommen, da, ne? Ja, also in den Beziehungen, die wir da anstreben, die sich immer neue Beziehungen nennen, oder man nennt das ja manchmal auch so 5D-Beziehungen,
aber dazu auch mehr in meinem Kurs. Ja, ist eben, also natürlich gibt es weiter das Ego, natürlich ballert einem das ab und zu mal rein, aber es ist eben grundsätzlich von der Grundanlage dieser Beziehung eben so, ja, dass eben, dass man versucht, möglichst authentisch zu sein, eben keine Spielchen zu spielen, ne? Nicht jemand durch beleidigt sein oder pieksen oder extra nicht anrufen oder, weiß ich nicht, wehtun, weil man seinen Schmerzkörper selber nicht wahrnimmt oder Drama aus sein oder anderen benutzt, um Löcher zu stopfen. Also all das ist eben extrem runtergefahren in Beziehungen, wie ich denke, wo ich hoffe, dass ihr da alle reinkommt. Ja, also das ist halt nicht da. Es ist ein absolut von beiden Seiten großer Wunsch, da ist eben keiner, ist da eben so in einer bindungsängstlichen Ecke, also beide Seiten betreiben diese Beziehung. Und neue Beziehung heißt übrigens auch nicht, ja, oder also muss es auf jeden Fall überhaupt nicht heißen, irgendwie, dass das jetzt nicht committed wäre oder nicht monogam. Das ist ja manchmal auch so ein Irrglaube. Also neue Beziehung heißt auf jeden Fall, dass du mit einem Partner oder deiner Partnerin das Modell wählst, was für dich stimmig ist, so, ne? Und ob das, also wie gesagt, ich glaube, die monogame Beziehung noch lange nicht ausgedient, aber ob das jetzt eine monogame Beziehung ist oder ja, oder vielleicht mit irgendwelchen extra Freiheiten oder vielleicht ist es für jemanden auch die polyamore Beziehung oder ja, das wird eben ehrlich kommuniziert, ausgehandelt, beziehungsweise wahrscheinlich ist es dann eh klar für beide, was es ist, so. Und auch da gibt es halt kein Spielchen so, ne? Und was es eben auch nicht gibt, sind diese ganzen, was ja in toxischen Beziehungen auch habe ich ein Riesenthema, ist diese ganzen Kontrollthemen so, ne? Also man basiert auf Vertrauen, auch einem berechtigten Vertrauen. So ein Pluspol in der Co-Abhängigkeit ist ja häufig das Problem. Ja, man sieht in allen das Licht. Das haben auch alle das Licht. Das ist auch keine Frage, nur jeder ist halt am anderen Punkt und manche haben vielleicht keinen Bock, ihr Licht zu leben oder das noch gar nicht wahrgenommen oder finden es halt noch vielleicht in diesem Leben oder in diesem Jahr oder in diesem Monat oder an diesem Tag, finden es halt geiler, irgendwie ihr Ego zu leben und ihr Machtding und finden es irgendwie cooler, Leute auszuspielen in irgendwelchen Dreiecken, ja, dann ist das halt so, ne? Nur das ist vielleicht nicht, was du willst und ja, das ist vielleicht gut, halt jemanden zu finden, ja, wo du eben auch, also klar, du siehst vielleicht in jedem das Licht, aber wo das auch eine Sache ist, die leben kann, ne? Weil eben, ja, auf beiden Seiten, wie gesagt, so eine Ehrlichkeit da ist und ja, wirklich eine Möglichkeit besteht, eine Beziehung wirklich auf Vertrauen zu basieren und eben diese ganzen Dinge einfach nicht notwendig sind. Ne? Das, also das ist ja auch häufig so, dass bei Menschen, die so kontrollierend sind, ja, warum sind sie kontrollierend? Weil sie selber wissen, zu was sie fähig sind oder was sie eben auch machen, nicht nur zu was sie fähig sind, was ja auch letztlich wieder ein Spielchen ist. So, ne? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, und um solche Beziehungen führen zu können, gut, das ist ja auch mein ganzes Kursprogramm, soll da irgendwo Wegweiser liefern, gehört eben dazu, dass du natürlich auch ein Partner bist, also dass du dein eigenes Spielchen durchschaut hast, deine eigene, soll ich mal sagen, gelernt hast, für dich zu sorgen, weil das ja auch eine Illusion ist. Also ich glaube, in diesen guten Beziehungen, wo man wirklich eine echte Liebe findet, da findet man auch gleichzeitig, oder hat vielleicht vorher gefunden, ja, auch in mir, in jedem ist Liebe. Ne? Auch wenn ich ein Single-Leben führe, kann ich angebunden sein an die Liebe, die ist ja, eigentlich ist ja alles nur Liebe, aber das ist was anderes. Anderes Thema, kann ich mich selber anknüpfen durch innere Kindarbeit, durch nice, geiles Leben, durch diese ganzen Sachen, müssen wir jetzt nicht alles thematisieren heute, kann ich mich anknüpfen an, ja, dass ich lerne mich selber total gut zu finden. Falls du manchmal das Gefühl hast, ich bin verliebt ins Leben, ist ein schöner Spruch. Und dann kann das Universum dich auch matchen mit einem Partner, dem du das leben kannst, ne? Der sozusagen dann das spiegelt. Ne? Sonst in toxischen Beziehungen ist es halt so, dass dir
Ungewollt natürlich, weil ich ein Thema hast, nicht wahr? Ich fühle mich abgelehnt, nicht geliebt, bin nicht gut genug. Das ist ja ganze 3D-toxische Ebene, die trieft ja von nicht gut genug so. Ja, und dann matcht einem das Universum halt dann auch manchmal eben mit diesen Leuten, dass man das hinterfragen kann, ob man wirklich nicht gut genug ist. Ne? Ja, also es braucht auch diese Partner. Es ist deswegen, ja, man sagt immer toxische Beziehung, ich sage das immer. Aber es ist dein Weg, den du gehst. Ne? Der geht vielleicht durch eine toxische Beziehung durch, vielleicht durch 10. Jeder hat seinen eigenen Seelenplan und es braucht dann auch genau diese Schritte. Deswegen, bei aller Kritik an diesen toxischen Beziehungen, man sollte sich nicht fertig machen dafür, dass man da drin ist, war, sondern sagen, nee, das ist genau mein spezieller Weg, den meine Seele vielleicht gerade gehen muss, damit ich lernen kann, Grenzen zu ziehen, Selbstliebe zu kommen, weil das geht häufig über Frust und Schmerz. Ne? Das ist häufig die kürzeste Weg in eine riesige Weiterentwicklung. So, ne? Und vielleicht haben sich manche Menschen in diesem Leben vorgenommen, es ist eher, weiß ich nicht, ich relax jetzt hier mal, ne? Die sind vielleicht, keine Ahnung, vielleicht haben die das Beziehungsthema gar nicht, weil die sich gesagt haben, oh nee, dieses Leben ist mal alles hier ruhig. Aber denk jetzt nicht, wenn bei dir Halligalli ist und du sozusagen ständig gefordert wirst, dass mit dir was nicht in Ordnung wäre, sondern das heißt einfach nur, dass dein Seelenplan vielleicht in diesem Leben beinhaltet, große Schritte zu machen, große Weiterentwicklungen zu machen. So. Und das wird alles einen Sinn haben, es wird alles seine Früchte bringen. Nur wenn man halt zu ungeduldig ist und zu sehr, ja, auch da kann man leider manchmal im Ego sein, dass man denkt, so, jetzt muss ich aber meine Belohnung kriegen oder dies oder das. Also bleibt da immer in der Demut dem Universum gegenüber. Könnte auch, finde man kann immer auch oder sollte immer dankbar sein für das, was da ist. Dann wird das auch mehr, wenn man das fokussiert. Und man kann auch immer dem Universum sagen, Mensch, kannst du mir nicht dabei helfen, kannst du da mal helfen. Also ich glaube, man soll sich jetzt auch nicht klein machen und krumm machen, aber trotzdem sollte man immer in so einer Demut bleiben, diesem Ganzen hier gegenüber, weil wahrscheinlich oder offensichtlich haben wir uns sowieso ausgesucht, hier zu sein. Und es ist manchmal hart, manchmal richtig hart, richtig knallhart. Aber wer weiß, wie das alles aus einer höheren Perspektive aussieht. Insofern, falls du jetzt Weihnachten Single bist, sei stolzer Single. Weil es nicht die schlechteste Art, Weihnachten zu verbringen, definitiv nicht. Und versuch es dir trotzdem so gut wie möglich zu machen. Wenn du vielleicht in einer neuen Beziehung bist, die gut läuft, genieß es. Wenn du in einer frustrierenden Beziehung bist, ja, lieb dich auch dafür, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist. Also man sollte sich nie selber fertig machen dafür, wo man gerade ist. Es bringt nichts, verlängert den Prozess, es garantiert keine Selbstliebe. Wir haben alle unseren Weg, jeder macht Fehler, man kann hier nicht ohne Blessuren durchs Leben kommen, es sei denn, man hat sich nichts vorgenommen hier irgendwie. Und selbst dann, hier ist Welt der Polarität, der Dualität und ja, können halt immer beide Sachen irgendwo mit dazu. Und so. Aber das heißt aber auch, dass es immer eine Chance gibt auf positive Veränderungen, auf dass sich eine Sache komplett drehen kann, auch in kurzer Zeit, man echt große Schritte machen kann, manchmal tierisch angeschoben wird vom Universum. Und also verliert er nie die Hoffnung, weil es wirklich, man sagt das immer so, aber ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen, man kann ein paar Monate später einem völlig anderen Punkt sein im Leben. Und wenn man gewusst hätte, also vielleicht ist bei euch schon in 3 oder 6 Monaten, ist alles tutti bene, alles läuft gut. Und ihr sagt dann vielleicht in der Rückschau, wenn ich das gewusst hätte, ja, hätte ich das alles viel lockerer genommen, die Frustzeit. Aber gut, es ist immer leicht in der Rückschau, aber ich denke, das geht vielen so. Manchmal sind wir einfach zu ungeduldig und haben zu wenig Vertrauen auf die Veränderungsmöglichkeiten, die ein Leben bietet. Und wenn du auf meinem Kanal bist,
Dann, ja, bist du interessiert in Weiterentwicklung? Hast eigentlich den wichtigsten Schritt schon gemacht, nämlich dich selber zu reflektieren, zu sagen, Status quo reicht mir nicht, ich möchte besser werden, ich möchte schöneres Leben haben, mehr Spaß, mehr Liebe, mehr Erfüllung, dass die Liebe, die über alles mich auch wirklich erreicht, durch mich durchgeht, dass ich die weitergeben kann. Ja, und das ist doch schon super, ne? Und ja, ich hoffe, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für dieses Jahr und ich hoffe, ihr könnt, ja, also auch für gute Sachen, für schwierige Sachen. Und genau, ich hoffe, ihr könnt das auch. Also, finde es auch nicht mal einfach. Manchmal, klar, hat man Scheißtage, aber trotzdem, ich hoffe, wir können das alle. Und ich glaube, 2020 wird echt ein krasses Jahr werden, sehr turbulent, sehr viel Veränderungspotenzial, ist so mein Gefühl. Und ja, gebt euch nicht mit Krümeln zufrieden. Wirklich, da gibt es, wenn ihr es an das Universum gesendet habt, gibt es da irgendwo für euch den Partner, der für euch schon, der für euch passt. Und ja, habt Vertrauen. Und genießt bis dahin, das ist wirklich wichtig, das ist wirklich wichtig, genießt bis dahin, so gut es geht, euer Leben. Weil es ist verdammt schwer, in gute Beziehungen zu kommen, wenn man immer in so einem Mangelgefühl ist, wenn man das Gefühl hat, das passt nicht, der Job passt nicht, dies passt nicht. Und vielleicht sagst du jetzt wieder, ja, wie soll man das denn alles ändern? Ja, natürlich kann man das alles nicht kurzfristig machen, aber es ist, wir leben schon nach wie vor in einem Land, wo es wirklich viel Veränderungsmöglichkeiten gibt, wo wirklich von wirklich wenig, weiß nicht, wir haben nicht so ein Kastensystem, man kann, weiß ich nicht, man ist nicht festgenagelt auf einen Job und guckt immer wieder auf eure Glaubenssätze, guckt immer wieder auf eure Glaubenssätze, guckt immer wieder auf eure Glaubenssätze, die, ob die nicht zu limitieren sind und nicht das Problem ist so, ne? Wenn ihr sagt, bestimmte Sachen sind mir nicht möglich, euch ist total viel möglich. Ihr seid alle, weil wir eben alle Licht haben, sind wir auch alle Schöpferwesen und können wirklich viel mehr unsere Realität selber kreieren, als wir es denken. Aber das muss man halt alles lernen. Und das geht letztlich über die Glaubenssätze ganz viel, ne? Aber auch dazu, wenn dich das mehr interessiert, guck mal einen neuen Kurs rein. Ansonsten geht ja auch die klassische, coole Selbstliebe-Challenge los, ne? 1.1. Und ja, ich bin super gespannt, was ich denke, ich werde nochmal ein Video machen vor Silvester, aber trotzdem schon mal, bin super gespannt auf 2020, wie sich der Kanal entwickelt. Und ich habe jetzt auch nochmal so einen Himmelschmeier Privatkanal gemacht, wen das interessiert. Und ja, ich bin mega gespannt, gibt viele Pläne, die ich da jetzt habe für nächstes Jahr. Und aber ja. Der Weg entsteht beim Gehen. Und ja, ich bin echt gespannt. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen, so gut es möglich ist, eine richtig schöne Weihnachtszeit.